Jo Leute, und zwar, wir sind jetzt in der LCN und wir versuchen jetzt mal die Reefer anzugreifen, damit wir euch mal so ein bisschen das Gamer-System auch mal zeigen. Hier seht ihr ja, es ist jetzt grün, Reefer-like, und wir sind schwarz, denke ich mal. LCN. Jo. Die Farben werden aber noch nicht angezeigt. Also das Gebiet blinkt halt gleich rot, wenn ihr angreift. Aber lass dich ja nicht killen, ey. Wir dürfen jetzt hier nicht abkacken. Bam, 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 bam. Aber ihr müsst auch erstmal angreifen, das Gebiet, ne? Aber dann mal die Flagge in Besitz nehmen. Hey, du, das machen wir doch alles irgendwie hier. Wir wollen Okay. dich erstmal ablenken. Ich, Achso. Lucifer, du greifst an und ich lenk ab. Hä? Ja. Jawohl! Ah! Ich greif an, du lenkst ab. Ach Mach so. doch mal slash angreifen. Ach Macht, so, ach ich? so, du musst angreifen. Mein Das Gott, fängt ja wieder ey. gut an hier, ne? Angreifen. So. Reload, reload, bitch. Jetzt sieht man, dass es rot leuchtet. Oh! Die Anzeige rechts oben beachten. Sehr schön. Stylisch. Ist die Flagge uns oder Modern. was? Ja, Mann. Hast du jetzt? Ach so. Au, ja, von hinten. Tyranny. Oh, nein! Wir werden nicht verlieren. Oh! Jawoll. Boah, geil, wo sind wir So. hier? Seid in der Cool. LCN Base gespawnt. Normalerweise, wenn ihr jetzt nicht im Gang War werdet, wird auf dem Friedhof. In der Gang War Zeit wird dann Kenn ja, ich hier. Die da ist gespawnt. geil. Das ist so Schicke die Mad Bude. Dogs Villa. So, jetzt kann ich mit Slash Flagge die Flagge einnehmen und steht auch im Chat. Und derjenige, der im Besitz der Flagge ist, bekommt pro Minute einen Punkt. Pro Kill gibt es einen Punkt. Ja. Und wer zuerst 15 Punkte hat, hat den Game gewonnen und dem gehört das Gebiet dann. Cool. Ja, jetzt könnt ihr So, wiederkommen. dann kommen wir jetzt nochmal. Ja, kommen wir wieder. Gibst du uns da nochmal? Was? Muni? Weapons. Achso, ja, war ich ausnahmsweise hier. Oh, hier, komm, Lukas. Ihr Da könnt springen wir damit ja jetzt sowieso drüber. nicht umgehen, von Wir daher können nehme ich das, euch ja? gerne welche. Hey, yo, wir schaffen das. Jawoll! Oh. Oh, Habt ihr geil. die Waffen? Wir haben gerade Ja, andere. haben Ach wir. so. Super Fahrkünste. Weiß, danke. Aber die LCN ist auf jeden Fall geil, dass sie dann diese Base dann da haben. Und auch jetzt, der Flaggenträger darf auch nicht das Gebiet verlassen. Sonst kommt eine Meldung, dass der Flaggenträger das Gebiet verlassen hat. Und die Flagge ist wieder frei und der automatische Punkt pro Minute hört auch auf. Hä? Ach, jetzt verstehe ich Also, das. der Achso, Flag. es gibt einen Flaggenträger. Ja, Also also heißt der. es, der die Flagge angreift, der muss immer drinne bleiben und darf nicht abkacken. Genau, der Angreifen eingegeben hat oder Flagge eingegeben hat, der muss immer im Gebiet bleiben. Der darf da nicht raus und sich verstecken oder so, um Punkte zu schnorren. Das geht nicht. Ach, das ist ja cool. Weil ich hätte jetzt so gedacht, dass man einfach dann die Flagge angreift und dass dann so ein bisschen da geshootet wird. Nö, also er muss schon hier drinnen bleiben. Wenn das Gebiet verlässt, dann ist die Flagge frei und es gibt keinen automatischen Punkt. Dann gibt es nur für Kills Punkte, solange ein anderer dann wieder nicht Flagge eingibt. Wenn jemand Flagge wieder eingibt, dann bekommt er dann die Fraktion dann den automatischen Punkt pro Minute. Gut, so Lukas, ne? Jetzt greifen wir wieder von vorne an. Okay, du Genau. gehst links lang, ich rechts lang, ja. Genau. Und dann werden wir ihn mal zunichte machen. Okay, ich habe zwar nicht mehr viel HP, aber ich mache euch trotzdem fertig. So, Oh, da sind sie ja schon. Ah ja, ist zack, Taktik hier. Also, ich muss erstmal Ich angreifen. brauche Zielwasser. Nee. Ich bin noch im Besitz der Flagge. Du musst erst killen, bevor du wieder Flagge machen kannst. So, ja, das machen wir auch natürlich, ne? Weil ich bin echt, Aua! ja, So, jetzt bin ich meiner! wieder gestorben. Da ist er down, da ist er down. Nee, Flagge, ach Flagge, oh, Genau. ich hab Angreifen gemacht. Gleich Flagge. Juhu! So, jetzt müssen wir aushalten. Hattest du gemacht, Lukas, oder ich? Du. Gut. Es wäre vielleicht auch noch cool, wenn man dann so in dieser Gang dann sieht, okay, zum Beispiel Hammer High LP hat die Flagge, dass dann die eigenen Gangmitglieder oder Mafia-Mitglieder auch Ach wissen, wer so, die hat. ja, das kann man Wäre auch vielleicht machen. auch mal nicht schlecht. Ja gut, solange du jetzt versuchst, hierher zu kommen, gibt es dann noch irgendwas, was du dann noch so sagen möchtest oder so? Forum habt ihr auch, haltet ihr auch gut aktiv? Ja, da ist immer, da wird jeden Tag geschrieben. Bugs werden da gemeldet, wenn welche gefunden werden, die auch dann schnellstmöglich behoben werden. Gut. Joa. Muss ja gucken, ob es Oh, Hilfe ich ist, hab um das Tor hier Payday. aufzumachen.
Ich habe Ah, minus jetzt. 4 Dollar Payday. Minus 4 Dollar Payday. Ich kriege Steuern minus 2 und Zinsen minus 2. Wieso? Ah, du hast schon nichts auf der Bank, ne? Ja, das, Ja. der Bank ist bekannt, den muss ich noch ändern. Das, ja, dass man nicht ins Minus gehen kann da. Wenn man nichts drauf hat, auch keine Zinsen bekommt. Ja, ist ja eigentlich noch. Genau. Ist ja eigentlich logisch. Ja. Das sind alles doch die Systeme von den Force gibt, ja. Und ja, wie gesagt, so nach und nach wird ja alles geändert. Gut, wie sieht es aus, wenn man so sich Autos kaufen möchte? Gibt es dann da auch Autoverkäufer und Nee, verschiedene Firmen oder es gibt wie? nur Autohäuser. Also Autoverkäufer wollen wir nicht machen, weil wenn die inaktiv sind, dann haben die Leute keine Chance, ein Auto zu kaufen, wenn der nicht belegt ist oder so. Dann müssen die dann keine Ahnung, wie lange Stunden warten, um ein Auto zu bekommen. Gut. Und ja, da lassen wir es mit dem Auto. Und Businesses oder Firmen, kann man sich da auch eigene Firmen machen, wie Telefongesellschaft oder was weiß ich, oder kann man sich auch Businesses kaufen, Business kann man sich kaufen, Stromkraftwerk? die sind vorhanden. Strombits, alles, Waffen, Läden, Newsbits, also es gibt mehrere Bitsen, Businesses. Bitzen? Bitzen, Alter. Bitzen, ja. Yeah. Bitzen. Und ja. Ja, und dann wollen wir noch den 24-7-Laden komplett umbauen, dass man da halt mit einem Einkaufswagen reingehen muss, den man dann da rumschiebt. Und dann in den Regalen liegen Lukas, er dann, ist da! in den Oh! Regalen liegen dann die Sachen, die man kaufen kann. Die klickt man dann an und dann kommen die in den Wagen. Was? An Und die Waffen! ja, dann kann man zur Kasse gehen, muss die Sachen mit Fallen im Einkaufswagen liegen. Man kann aber auch so rausgehen. Dann hat man, entweder hat man Glück oder der Ladendetektiv erwischt dich und dann kriegst du Wanted und muss Strafe zahlen. Wow, das ist ja cool. Ja, das Gibt's kommt da dann sonst noch noch. irgendwelche Neuheiten oder Dinge, die du vielleicht auch noch irgendwann dann im Laufe der Zeit dann realisieren möchtest? Ja, wie gesagt, der 24-7, dann noch Jobs. Wie gesagt, da lassen wir uns noch was einfallen. Der Ja. Straßenmeistereijob wird noch ausgebaut. Das heißt, dass man auch Baustellen aufstellen kann. Also nicht nur abbauen, sondern auch aufstellen. Oh, cool. Ja, und dann Waffenbauer vielleicht noch. Also es gibt, wir haben Staplerfahrer, das sind Jobs, die halt immer noch alle machen werden. Nach und nach. Gut, also im Groben und Ganzen hast du noch sehr, sehr viel vor. Das ist erst der Anfang, den wir jetzt erstmal zeigen Genau. durften, jetzt Lucifer und ich, und da kommt dann noch einiges, ja? Da kommt noch einiges, ja. Da kommen tägliche Updates und ja. Das ist krass. Fast, sagen wir Das finde fast ich sehr, sehr tägliche gut. Updates. Ja. Wir werden hier, wie gesagt, mehr drauf machen. Gut, dann zu den Zweck, zu den Testzwecken kannst du uns ja jetzt einmal wieder einweiten und auch mal wieder den Riefers dieses Gebiet geben, ja. Und Jo. dann sagt er nochmal erstmal danke fürs Testen, dass du uns auch alles so gezeigt hast. Auch kein Thema, gerne. Und auch wenn du dann nochmal irgendwelche Neuheiten hast oder so, kann man die auch dann gerne mal dann auch zeigen. Ja, würde mich freuen. Dann gebe ich euch dann Bescheid. Ja. Gut, switch uns dann bitte mal in einen extra Channel, wo keiner rein kann. Jo, mach ich. Dann sage ich mal bis später. Jo, Jo. hau rein. You were moved. User was moved to your channel. So, bist du da? Ja, ich bin da. Ich habe gerade eine Alkoholflasche in der Hand. Ja, passt doch. Was? Es passt doch, Alter. Denk an nächstes Wochenende. Lucifer und Hammer auf Achse, oder was? Oh ja. Nee, aber Leute, so, das war jetzt erstmal so der Server. Jetzt kommt unser alltägliches Fazit danach. Ja, Fazit erstmal so. Lukas, wie fandest du so den ersten Eindruck, wo du hier so auf den Server gekommen bist? Okay, also man könnte auf jeden Fall mal intromäßig was machen, ne? Gab ja einige gute Beispiele bei anderen Servern. Ja. Und ja, ansonsten halt der erste Eindruck ist recht, ja, cool. Gibt halt auch ein paar Schreibfehler und so, aber das ist ja halt noch erträglich, ne? Naja, ich glaube, der wird sich dann auch unser Video dann angucken. Das wird dann, glaube ich, auch irgendwann irgendwie behoben. Aber so muss ich dir auch recht geben mit mit dem Intro. Sonst fand ich den Ersteinstieg auch cool. Man könnte sich aber so eine Story dann so einfallen lassen, wie man so auf den Server kommt, ausgerechnet hier nach LS kommt oder so. Also es muss ja nicht viel sein, aber so eine Kleinigkeit so als Special.
Das wäre echt cool. Sonst auf jeden Fall ein großes, dickes Plus für die Jobs. Alter, erstmal ja, ist standardmäßig die ganzen Dinger, die hier drin sein müssen. Hure, Detektiv, Anwalt, ne? Spiel wichtig. Aber dann noch Holzfäller. Auf welchem Server gibt es einen Holzfäller-Job? Das habe ich noch nie gesehen, keine Ahnung. Muss jemand anderes. Und auch noch wirklich so gut gemacht. Die Fails kamen nur durch uns zustande, ja. Also das Fahrzeug ist zum Beispiel nicht verschwunden, sondern Lukas ist einfach ausgestiegen, ja. Like a Boss, natürlich. Und auch dann noch Straßenmeister, wie er schon gesagt hat, da kommen neue Straßendinger mit dazu. Man kann selber Baustellen kreieren, man muss Baustellen abreißen, man kann vielleicht noch seine eigenen Mitarbeiter haben. Dann gibt es noch, da will er ja machen, so einen Gabelstapler-Job. Boah, das wär's like noch. Bernd, ja. Like Bernd, warte. Ja, der Gabelstapler Bernd, da gibt's da irgendwie so ein Video davon. Okay. Du als YouTuber müsstest doch wissen. Der Gabelstapler, nee, muss ich nachholen. Ja, kannst du mal danach googeln. Ja gut, oder danach YouTube. So, aber sonst auf jeden Fall, es gibt genügend Fraktionen. Es gibt jetzt 3, LCN, Jakuza und Reavers. Also die LCN war jetzt aber richtig Hammer, he? Ja. Das Gebäude und so. Aber ich finde auch cool, dass sie da so ein Punktesystem haben. Jetzt gibt es erstmal standardmäßig die Fahrzeuge, aber mit den Punkten kann man sich neue Spawnwaffen holen, neue Fahrzeuge und auch eventuell eine neue Base, natürlich wenn man dann sich auch dementsprechend etabliert hat auf diesem Server. Wurde echt gut umgesetzt. Muss man ihm lassen. Weil das mit Punktesystem echt Hammer, finde ich das. Gangmore-Gebiet finde ich auch cool, auch dass der Flaggenträger auch drinne sein muss im Gangmore-Gebiet. Der darf es nicht verlassen. Das haben wir euch ja so ein bisschen... haben wir euch auch ein bisschen demonstriert. Mhm. Wie wir schön gefällt sind. Ja, komm, das war ja auch, ne? Ja, ein bisschen, ne? Wir haben ja halt gewinnen lassen. Nee, was gibt's sonst? Mapping-mäßig, ja, also es gab da schon einiges, aber es ist natürlich noch ausbaufähig. Klar, ja, ist halt... Stadtteile, naja, ich finde so die Stadtteile, so die Umgebung könnte ein bisschen mehr noch irgendwie ein bisschen... Ja, die Stadtteile ist halt echt ein bisschen so quasi, also schon fast Standard, ne? Ja, außer die Glasfront. Ja, ja, und okay. Das Haus, Lukas, aber trotzdem, ich finde, da muss noch ein bisschen mehr gemappt drumherum sein. So, die Armunationstraße finde ich sehr schön. Die Fraktionsdinger, also Gangs Muffin, finde ich auch sehr gut. Aber jetzt fehlt halt noch dieses Drumherum. Aber er hat ja gesagt, dass er noch, der Mapper ist ihm weggesprungen, dass da jetzt keinen gibt. Also, wenn ihr möchtet, ja, schreibt einfach, dann er sucht bestimmt noch gute Mapper. Genau. Denke ich mir mal. Weil mir fällt gerade auf, dass ich nur die ganze Zeit laber. Sag ja, ich bin hier gerade am Zuhören, weil du das so toll machst. Ich bin gerade ein bisschen. Hier am Zuhören, weißt du? Hab ich schon gesagt, gell? Ja, eigentlich schon. Gut. Gut, da gibt's noch ein Drive-In. Es gibt dann noch mit den Waffen. Mit dem Waffen kaufen kann man auch im Armunation. Ich glaube, da hat er sich sowas einfallen lassen, wie dass es dort einen Text gibt und dass man das anklicken muss und nicht immer über Schreibbefehle. Kann mich aber auch irren. Ich hab's, glaube ich, mal gesehen. Da gibt's auch eine No-DM-Zone, was jetzt hier am BSN ist, wird oben rechts eingeblendet. Sonst kann man auch tanken. Man kann sich auch später mal kaufen, wie er gesagt hatte. Auch Businesses gibt es, wie Stromwerk, Stromkraftwerk, Wasserwerk. Das ist krass, das muss man sagen. Das ist krass. Was hier noch alles kommen wird, auch das Fußballfeld, ja. Ja, hast du nicht vergessen? Da. Fußballspiel. Ey, das ist ja mal richtig fett, ey. Auf welchem Server kann man Basketball und Fußball spielen? Na gut, bleiben wir erstmal hier beim Basketball, ne? Fußball ist ja noch in Arbeit. Ja, aber allein schon die Idee, guck mal, aber wenn die jetzt schon Basketball richtig gut, also geil umgesetzt haben, dann wird ja Fußball auch kommen. Oh, das wird bestimmt dann richtig krass dann. So 11 gegen 11? Ja, dann wird die WM nicht nur im Real Life stattfinden, sondern hier auch auf diesem geilen Real Life Server. Ja, dann Mann. Dann wird die WM nachgespielt, ja? Oh, krass. Das kann man echt machen dann. So ein geiles Event. Sonst Basketball funktioniert, außer das mit dem Ball wollte er ja noch ein bisschen beheben. Ja, aber das sind, sonst... Das sind Feinarbeiten, weißt du? So Feinschliff. Richtig. Man muss ja auch sagen, der Server, der existiert erst seit 6 Tagen. Und dann sind schon so 10 Spieler drauf. Ja, Respekt auf jeden Fall. Respekt. Die Jobs sind auch sehr gut durchdacht. Eigentlich Bugs gab es keine. Außer, ja, okay, dass man das vielleicht, wenn man aus den Fahrzeugen aussteigt, muss es echt nicht verschwinden. Also ganz ehrlich, das muss nicht sein. Unnötig, finde ich jetzt.
Unnötig! Mal, unnötig, da wenn wir mal Action machen, weißt du, aus dem Auto springen, weil die Bremsen defekt sind und dann verschwindet das ganze Ja. Auto, ey, das ist. Aber was ich auch geil finde, ist das LSPD. Erstmal vom Optischen her sieht es schon richtig geil aus wie so ein LSPD. Richtig pompös und richtig Porno. So Richtig richtig geil. protzig halt, ne? So richtig halt. Hier Ja, sind die aber da frage ich Bullen. mich, wo das Alhambra ist. Das wurde einfach mal entfernt, weißt du? Aber es muss doch noch so einen Saufclub geben. Das gibt's bestimmt, wir haben ihn nur nicht irgendwie entdeckt. Der Saufclub müsste hier schon noch irgendwo sein, sonst, ne? Ja, sonst wird es schwer für die, die am Monatsanfang erst ihr Geld bekommen. Ich hab zwar schon eine Bulle in der Hand jetzt, aber schon so ein Club, ja. Da gibt's bestimmt Ja einen gut, Club. also dann waren wir es. Jetzt haben wir eigentlich so alles schon mal gesagt. Häuser kann man sich auch kaufen, natürlich erst ab einem bestimmten Level, sonst würde ja das Level-System nichts bringen. Jo, Waffenschein auch, erst ab Level 3. So viel ich mitbekommen habe, ne? Ja. Was ist das denn hier? Sonst, also wie gesagt, nochmal so, also das fehlende Intro, dann natürlich muss es noch mehr gemappt werden. Es ist jetzt schon dieses Grundlegende gemappt, aber so diese Feinheiten, weil dieses Drumherum, dass man einfach denkt, oh schön, das ist ja mal geil, das, da gibt es ja mal Werbetafeln, dann ist dies und das vorhanden, das fehlt halt noch so ein bisschen. Aber es kommt ja alles Sonst, noch. Jobs sind geil, Fraktionen auch, es sind zwar wenige, ist aber klar, zum Anfang muss man ja nicht 20 Fraktionen haben, wenn da nur gerade mal 10 Leute auf dem Server sind. Ja, ist klar, ne? Da sind immer noch 10 Leute drauf, das. Um die Sonst, Lukas, Zeit. was würdest du ihm so für eine Schulnote geben, dem Server? Machen wir es mal so. Also für so kurze Zeit und so krasse Sachen, wo ich noch nie gesehen habe. Also echt, also. Ja, kann man schon eigentlich eine 2. 2 geben schon, ne? So Ja, ich gesamthaft? hätte sogar so eine 2 plus Ja, gegeben. sowas. Ach so. Ne, 2, Also 2 auch eine plus. 2. 2 etwa. Ja, komm, 2. 6 Tage. Ja, dann machen wir eine 2. 6 Tage. Und Ja. Und der Report, der ging auch schnell, hast du gesagt, ne? oh ja, der ging richtig schnell. Also auch hier helfen euch immer welche. Es werden auch die ganzen Cheater-Freaks da alle gebannt, wenn es erkannt wird. Und auch die Spectaten auch. Und hier wird sich auch drum gekümmert, wie man ja auch gesehen hat, wie er uns immer hin und her gefahren hat. Ja. Krasses Ding. Forum und TS ist auch aktiv. Machen wir alles in die Beschreibung noch rein, ne? Ja, kommt alles noch. Und ja, ich glaube mal, ich glaube, das reicht, oder? Ich freue mich auf jeden Fall aufs Schneiden. Boah, ja, bei unseren Fails hier, nee, geht gar nicht, ey. Aber sonst auf Acht jeden Parts, Fall. aber 50 Videos, weißt Aber auch wenn euch unsere Videos gefallen, schreibt was drunter, kommentiert, egal ob negativ, positiv, liked uns, macht einfach alles. Und wenn euch der Server gefällt, geht drauf, er ist geil, er ist steil, der. Was denn? Schüttest du mit deinem Steil immer, ist einfach. Der German Extreme Real Life Server ist sehr zu empfehlen, und zwar von Lucifer und mir. Und geht drauf, er macht Spaß und Auf ja, jeden Fall. haut rein. Haut rein, yeah!